Fährt man in der Nacht vom Alpe kommend in Richtung Krieglach, entdeckt man gleich den außergewöhnlichen Garten der Familie Hofer. Hier erstrahlen Haus und Garten in einem ganz besonderen Lichterglanz. Die Weihnachtsbeleuchtung ist atemberaubend und faszinierend zugleich. Ja, das macht man einerseits aus der Liebe zu Weihnachten, sage ich mal, und bei mir eben in Verbindung mit der Liebe zur Technik. Und ja, für mich ist einfach das Schönste, wenn man vielleicht auch fremden Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Und es macht mir natürlich auch gewaltige Freude, wenn man dann eben am Küchentisch sitzt, bei der Straßensicht, okay, die Autos werden immer langsamer, bleiben sogar stehen teilweise und nehmen sich auch wirklich dann auch die Zeit und schauen sich das Ganze an. Und dann weiß man auch, okay, der Aufwand, was man betrieben hat dadurch, der lohnt sich und einer geht wieder mit einem Lächeln nach Hause, der was vielleicht einen schlechten Tag gehabt hat. Die Familie Hofer hat es sich zur Tradition gemacht, ihr Zuhause jedes Jahr zur Weihnachtszeit in ein wahrhaft magisches Lichterparadies zu verwandeln. Zahlreiche Lichterketten, leuchtende Figuren und kunstvoll gestaltete Illuminationen schmücken den Garten in einer beeindruckenden Vielfalt. Also meine Beleuchtung, das wird mit einem speziellen Musikprogramm programmiert und wird über ein Internetnetzwerk quasi verbunden und die Datenübertragung somit gestartet. Man verbringt halt einige Stunden dann damit, damit die Lichter dann auch das tun, was sie sollen und was man will. Die Kreativität und Liebe zum Detail, die in dieser außergewöhnlichen Weihnachtsdekoration steckt, ist nicht zu übersehen. Es ist, als betrete man eine andere Welt voller Zauber und Wärme. Die leuchtenden Figuren erwecken den Eindruck, als würden sie zum Leben erwachen. Ja, die Idee ist ja nicht neu, die gibt es ja in Amerika schon sehr, sehr verbreitet. Und eben mit Vorbild von der Ferne herüber, sage ich einmal, bin ich auch zu dem Projekt gekommen. Und ja, durch viel Lesen, viel Videos schauen, kann man sich natürlich das Wissen dann auch aneignen. Und so hat das eine zum anderen geführt. Welches Kunstwerk gefällt mir am besten? Naja, nachdem er neu ist und heuer erst entstanden ist, sage ich mal, mein großer LED-Baum. Und da stecken auch mit Abstand am meisten Stunden drinnen. Das sind circa 1,5 Monate Arbeit gewesen. Und ja, so beim Aufbauen merke ich, ich mag eigentlich alle meine Teile, was ich im Garten stehen habe. Und ja, nach 2 Tagen intensiver Arbeit steht dann immer alles. Und dann ist man immer schon ganz gespannt auf den ersten Testlauf. Diese besondere Art der Weihnachtsbeleuchtung ist ein Beweis dafür, wie die Magie der Weihnachtszeit Menschen immer wieder zusammenbringt und begeistert. Sie erinnert uns daran, dass es in dieser Zeit besonders wichtig ist, das Licht und die Freude miteinander zu teilen und eine Atmosphäre der Wärme und des Friedens zu schaffen.